Hallo Leute, mein Name ist Alexander Lund, ich bin Finanzierungsvermittler, spezialisiert auf Immobilien als Kapitalanlage. Und ich will hier auf eine Community-Frage von Burkhard Flamann eingehen, die möglicherweise für ihn auf jeden Fall, allerdings für einige andere hier auch relevant ist. Und zwar schreibt er: Hallo, kann ich eine im Privatbesitz befindliche, voll vermietete Wohnimmobilie an meine Familienstiftung verkaufen, obwohl noch eine Hypothek auf dem Grundstück lastet? Muss die finanzierende Bank dem Verkauf in die Stiftung zustimmen? Ja, grundsätzlich, also Stiftung per Definition ist ja erstmal ein verselbstständigtes Vermögen, also mal vom formal juristisch jetzt eine dritte Partei. Und grundsätzlich hast du immer die Möglichkeit, eine Immobilie an eine dritte Partei zu verkaufen, sofern dann der Preis, den es einbringt, oder sofern du dann auch in der Lage bist, die offene Restvaluta bei der Bank abzulösen, also die Restschuld deines Darlehens zu begleichen, wird die Bank auch einer Lastenfreistellung der Immobilie zustimmen, sprich die Immobilie, die als Sicherheit für ihren Kredit dient, freigeben, wenn sie halt ihr Geld zurück hat. Das Problem bei der Sache ist üblicherweise, du wirst natürlich, wenn du eine laufende Zinsvereinbarung hast, also eine Zinsfestschreibung hast, mit deiner Bank wirst du natürlich denen gegenüber vertragsbrüchig, und weil die nicht einfach sagen, weil eine Bank ja wenig Interesse daran hat zu sagen, ach naja, eigentlich kriegen wir von dir die nächsten 5 Jahre noch jedes Jahr 3% Zinsen, wenn jetzt der Darlehen vielleicht schon ein bisschen älter ist oder wie auch immer, im Moment ist ja günstiger. Also eigentlich kriegen wir noch für 5 Jahre 3% Zinsen von dir, aber ach, ist schon gut, mach nur. Das wird die Bank natürlich nicht machen. Nein, du wirst gegenüber der Bank vertragsbrüchig. Wenn man vertragsbrüchig wird, muss man üblicherweise eine Strafe bezahlen. Im Fall dessen, wenn man eine Immobilie während einer laufenden Zinsbindung verkauft, muss man der Bank eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung zahlen. Also die Zinsen wären eigentlich später fällig. Jetzt wird das Ganze aber vorgezogen, und weil die Bank die Zinsen nicht bekommt, wollen sie eine Entschädigung haben. Es gibt verschiedene Ausnahmen. Also mal das eine, du schreibst ja, dass du die Immobilie im Privatbesitz hast. Wenn du die Immobilie weniger als 10 Jahre im Privatvermögen hältst und willst sie jetzt, ich vermute mal, mit Wertzuwachs veräußern, dann würde ich dir vielleicht vorschlagen, dass du vorher mal den Udo Heymann als Steuerexperten konsultierst. Der wird dir dann wahrscheinlich mitteilen, dass, wenn du halt vermietete Immobilien binnen 10 Jahren, also vor Ende der Spekulationsfrist, veräußerst, dass dann der Veräußerungsgewinn mit deinem persönlichen Steuersatz steuerpflichtig wird. Das ist nicht so attraktiv. Wenn du die Immobilie länger als 10 Jahre im Privatvermögen hast, dann kannst du sie auf jeden Fall mal steuerfrei veräußern. An fremden Dritten oder an die, ich verwende mal den Terminus, eigene Stiftung, obwohl es ja nicht deine Stiftung ist, sondern die Stiftung sich selbst gehört. Du kontrollierst sie ja nur, oder beziehungsweise kontrollierst sie im Idealfall. Ja gut, und warum wollte ich darauf hinaus? Das eine Thema steuerliche Situation, das andere: wenn du jetzt diese Immobilie halt auch schon länger als 10 Jahre im Privatvermögen hast und hast die vielleicht auch schon länger finanziert, immer bei der gleichen Bank mit der gleichen Zinsvereinbarung, dann kannst du mal Folgendes tun. Schaust mal im bürgerlichen Gesetzbuch nach, Paragraph 489. Da steht, dass das ganz oder teilweise Sonderkündigungsrecht bei Immobiliardarlehensverträgen, frühestens die kann man dieses Sonderkündigungsrecht ziehen, 10 Jahre nach der Vollauszahlung, dann mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten. Meint ganz einfach, das ist so ein, halt so, dient dem Verbraucherschutz. Nach 10 Jahren kannst du, also selbst wenn du jetzt eine Zinsbindung von 15 oder 20 Jahren abgeschlossen hast, was ja bei dem jetzigen niedrigen Zinsniveau vielleicht nicht ganz unintelligent ist, kannst du als Verbraucher, wenn du privat kaufst, bist du Verbraucher und profitierst halt von dieser Gesetzgebung. Wenn das Darlehen länger als 10 Jahre läuft und sich die Bedingungen zu deinem Vorteil verändert haben,
Kannst du das Darlehen auch vorzeitig ganz oder teilweise kündigen und müsstest halt keine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen. Die Information dazu findest du halt in deinem Kreditvertrag und im bürgerlichen Gesetzbuch. Musst du mal recherchieren. Jetzt habe ich natürlich hier in Bezug auf deine Frage eine sehr, sehr einfache Sache eigentlich ziemlich kompliziert erklärt, aber ich will es wenigstens umfassend und fachlich richtig machen. Wenn jetzt diese Immobilie gerade belastet ist und du willst sie verkaufen mit Wertzuwachs, die reicht als ums Darlehen abzulösen, gibt es zwei Varianten. Wenn du jetzt die Finanzierung, also du verkaufst an die Familienstiftung und das Darlehen, wo dann die Stiftung natürlich auch Darlehensnehmer wird, du wirst dennoch persönlich bürgen müssen, machst du mit einer anderen Bank als die dich jetzt finanziert, wird natürlich die bestehende Bank sagen, ja, wir sind noch nicht blöd und verzichten hier auf unseres. Dann verlangen wir halt die Vorfälligkeitsentschädigung. Und das dürfte sehr im Interesse dieser Bank sein, wenn du jetzt an die von dir kontrollierte Familienstiftung verkaufst, mit neues Darlehen aufnimmst, um halt den Wertzuwachs auch entsprechend zu realisieren. Und die Finanzierung läuft wieder über die Bank, die schon als Privatperson finanziert hat. Dann ist das ja für die irgendwie eine interessante Sache, weil sie haben eine Immobilie, die sie schon kennen als Sicherheit. Sie haben jemanden als Bürgen, der vorher Darlehensnehmer war, den sie auch schon kennen, und haben eine höhere Finanzierungssumme, sprich haben irgendwie sogar potenziell mehr Zinseinnahmen. Natürlich, wenn das jetzige Zinsniveau und jetzt, wie du jetzt neu finanzieren könntest bei der Bank, jetzt so ganz als Neukunde wesentlich günstiger ist als das, was sie bei dir bei deinem bestehenden älteren Kreditvertrag als Zinsen bekommen, dann wird das natürlich auch nicht so recht sein, wenn sie wieder einen höheren Beleihungsauslauf haben in Bezug auf die Immobilie, sprich ein höheres Risiko. Und für das höhere Risiko weniger Zinsen bekommen, das ist auch nicht unbedingt so interessant für die. Also diesen Zinsschaden, dass dieser Zinsschaden, den die Bank hat, weil das ältere potenziell noch höher verzinste Darlehen wegfällt, das werden die wahrscheinlich nicht komplett unter den Tisch fallen lassen. Also ob es jetzt für dich, du musst halt schauen, wenn du jetzt auf eine neue Bank zugehst, was sind dann die Zinskosten für die Neufinanzierung und addierst die Vorfälligkeitsentschädigung von der bestehenden Bank dazu. Und die Alternative ist, du schaust an, was kostet die Neufinanzierung bei der bestehenden Bank, welche Zinskosten entstehen da und musst dann einfach mal mit einem spitzen Bleistift nachrechnen, welche Variante günstiger für dich ist.